Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Train Simulator 2016. Heute Folge 77. Ja, wir befinden uns heute auf der Strecke Berlin-Wittenberge. Und wir fahren heute die Baureihe 112 von Lutherstadt-Wittenberg nach Berlin Hauptbahnhof. Ja, ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt irgendwie eine Einweisung, aber scheint wohl doch nicht zu sein. Ja, wir sehen hier die 112, da drüben wunderschöne ICE. Und ich würde mal sagen, wir steigen mal ein und öffnen uns allererstes mal die Türen. Vielleicht steht hier irgendwas. RE5 von Wittenberg nach Berlin. 9.28 Uhr Abfahrt. Oh, so lange. Du lieber Scholli. Gut, dann würde ich mal sagen, rüsten wir erstmal unser Gefährt auf. Mit unseren Trabi. Schiff B Batterien. So, dann den Luftpresser. Ach nee, Quatsch. Hier war das, ne? Okay, haben wir eigentlich. Dann haben wir schon genug. Okay. Weil ich musste immer hier den Luftpresser aktivieren. Dann halt diesmal nicht. So, mit Shift P stellen wir jetzt. Ah ne, Quatsch. Erstmal Fahrregler nach vorne. Mit Shift P stellen wir unseren Stromabnehmer ein. Wir nehmen den zweiten. Drücken nur P, um ihn hochzufahren. Wunderschön. Haben wir hinten noch eine Lok dran? Nein. Wir werden nur bis Magdeburg fahren, Wir werden nur bis Berlin fahren und ab Berlin löst uns dann praktisch ein Kollege ab und fährt dann weiter nach Rostock. Wir aktivieren. Erstmal lösen wir noch ein Stück die Bremsen. So. Wir schalten den Hauptschalter ein. Schalten unseren Fahrmotorlüfter ein. Automatik natürlich nur. Schalten unser Signallicht ein. Steigen wir überhaupt welche ein? Ja. Vier Wagen fahren wir heute. Hier sieht eigentlich ganz nice aus, ne? Also ich liebe die 112er, die fährt bei uns immer lang. Macht wahnsinnig viel Spaß. So, mit Shift 7 SIFA Leertaste bestätigen. Shift 8 PZB. Und Shift 9. Nicht. Shift 6 war's. Die LZB. Denn die Strecke ist mit LZB ausgestattet und ja, was die LZB kann, das habe ich euch schon im letzten Video erklärt, so halbwegs. Und ja, jetzt warten wir nur noch auf unsere Abfahrt ab. Bin immer noch ein bisschen verschnauft, ich muss mir wirklich nur ein schnell kleines Bünkchen Bonks rausholen, denn ich hab's echt mit dieser bescheuerten Erkältung langsam wieder zu tun. Ich habe keine Lust drauf. Ja, wir fahren mit der 112er, auch Trabi bekannt. Maximal Höchstgeschwindigkeit 160 Stundenkilometern. Ich werde heute nicht so einen Roman erzählen wie bei der 155er, da die Lok schon mehrmals erklärt worden ist von anderen Let's Playern. Und ich habe übrigens nur diese Version, also Punkt 1, gekauft. Die andere Version habe ich nicht gekauft, weil ich wollte erstmal nur diese haben hier. Ich überlege mir aber trotzdem noch, ob ich mir noch die andere Version kaufe. Aber da steht noch Wald im Himmel. So,
Wir haben gleich Abfahrt. Türen schließt man hier eigentlich manuell, aber da wir TTB-Fahrzeuge haben, schließen die Türen automatisch. Das heißt, wir brauchen nur einmal T drücken fürs Öffnen und das Schließen wird dann automatisch passieren. So, ich hoffe, die Aufnahme wird heute ein bisschen perfekt. Ich habe heute mal 30 FPS genommen statt 50, weil es sowieso in 30 gerendert wird. Aus dem Grund wegen meiner Internetleitung, was ich hier im Infovideo bereits erklärt habe. So, wir gucken raus, ob noch jemand ist. So, und jetzt noch schnell hier die Handbremse lösen. Die haben wir nicht vergessen. Pünktlich 9:28 Uhr Abfahrt. Türen sind zu. So, und dann können wir abfahren. Höchstgeschwindigkeit eigentlich 40, würde ich mal sagen. Ja, ab geht die wunderschöne Reise. Wunderschön. Wunderschön. Ja, die Aufgabe gibt es auf Raysim.de. Erstellt hat sie, heute habe ich es mir aufgeschrieben, Lysias 93. Und ich bin mal gespannt. RE5 am Morgen heißt die Aufgabe. Ich bin sie bisher noch nie gefahren. 80 Minuten soll die Aufgabe gehen und es sollen also Ansagen dabei sein von Mozart. Also Mozart Ansagen sind dabei und die sind wirklich wunderschön von Mozart immer. Muss man echt sagen. Und ich bin mal gespannt, was auf uns zukommt. Und ja. Wie gesagt, ich weiß es jetzt halt, dass Ansagen von Mozart dabei sind, weil in der Beschreibung stand noch drin, mit vielen Dankeschön an Mozart für die Ansagen deswegen. So, wir dürfen jetzt 160 Stundenkilometer fahren in Westfalen. Nee. Oh Gott. Okay, das ist jetzt hier wieder dieser wunderschöne Skript. Den haben sie anscheinend nicht behoben. Hätte ich mir aber sehr doll gewünscht. Weil wir fahren anscheinend erstmal über so einen komischen Gekreuzel lang da. Über so ein Ansagenskript mit Bestimmungsort. Gibt es überhaupt so einen Pfeil noch? Wo ist denn der Pfeil hin? Es gab einen Pfeil. Egal. Müssen wir so rauskommen. Okay, da ist es. Schon egal. Jetzt müsste ich die LCB anspringen. Genau. Jetzt sind wir nicht mehr im PZB-Modus, sondern nur noch im LZB-Modus. Wunderschön. Ja. 40. Ich habe gerade die Taste F gedrückt, um die Fahrstufen herunterzufahren. Aufgrund 40er Ankündigungen und 6,5 Kilometern und weil in wenigen Kilometern. Weil in wenigen Kilometern 40 Stundenkilometer angesagt sind. Weil ich hätte auch das durchlassen können. Gut. Hat die Aufgabe etwa mit Fahrplan? Ja, Tatsache. Uiuiui. Das wird doch was. Die vergeigen wir. Das sage ich jetzt schon. Da brauche ich nur 10 Sekunden zu spät sein. Schon kriege ich ein X. Ich kenne das. Also. Das ist meistens so zum Reiern. So, da war eben gerade die Ankündigung eines Bahnhofs. Und, ja, müsste dann gleich abbremsen. Ich bin, dieser Lok da, wo sie rauskam, ein paar Tage lang gefahren. Nächste Station, Zornigall. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Ein paar Tage gefahren und es fuhr sich wunderschön. Allerdings musste ich mich erstmal an diesen Bremsen gewöhnen, ja. Ich hoffe, ich beherrsche das noch.
Ich mache mal den Mauszeiger weg. Ist ein bisschen lastig. F3-Monitor lasse ich lieber an. Aus den Gründen, wegen den Ansagen. Ich weiß nicht, wann die Ansage kommt. Die kann plötzlich kommen. Ich kenne mich auch nicht so aus mit der Strecke hier. Weil ich weiß nicht, wo ich mal anhalten muss. Und, ja. Ist halt ein bisschen blöde, aber na gut. Man kann sich nicht alles wünschen. So, gucken wir mal raus. Zornigal. Jetzt hört es sich ein bisschen komisch an ab jetzt. Mikrofon musste ich gerade verschieben. Es hört sich ein bisschen komisch an, muss zugeben. Ich hätte es vorher richten sollen, aber ich habe es vergessen. So, Bremse gelöst. Ach ja, wir sind der LZB, das heißt, die AFB ist jetzt hier nicht mehr so sichtbar. Also die geht jetzt nicht mal mit. So, in 4 Kilometern erreichen wir die 40er Stundenkilometer Stufe. Bilzig kommt gleich. In wenigen Metern. Schon. Für einen Regionalexpress. Okay. Hält wohl doch öfters mal. Jetzt muss ich auch nochmal mein Mikro verschieben. Wartet. So. Gleich kommt Ansage. Wir lernen schon mal den Fahrmotor, also die Fahrstufen auf 0. Nächste Station, Bülzig. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Ja. Sieht ein bisschen klein aus, oder? Ich weiß nicht, ob da wirklich kein RE hält, aber ich denke mal schon. Sonst würde man sowas, sonst würde nicht extra eine Ansage erstellt werden. Heutzutage ist alles möglich. Ich muss mich sowas noch dran gewöhnen hier mit diesem Bremsen. Ja, hat geklappt, ne? TTB-Fahrzeuge braucht ihr, also Trennteam Berlin Fahrzeugpaket, ja. Da braucht ihr die Strecke Berlin-Wittenberg. Auch die aktuelle Update-Version 1.26. Gibt es zu downloaden. Aber ich denke mal, die hat bereits jeder. So, jetzt machen wir noch was. Jetzt stellen wir das mal ein bisschen höher. Das ist nämlich hier der Bremskraftzug und Bremskraftregler irgendwie. Hieß das also Zug- und Bremskraftwähler. Ja, jetzt rollen wir ein bisschen rückwärts, aber komm. Komm. Du schaffst das. Wunderschön auch die Temperaturanzeigen hier. Das ist die Fahrstufe. Mit der Taste I könnt ihr die Instrumentenbeleuchtung aktivieren. Könnt ihr auch hier machen. Finde ich wunderschön gemacht. Nachts, wenn man fährt vor allen Dingen.
ähnlich wie die 143er, nur noch ein bisschen besser gemacht worden, finde ich. Ja. Hier haben wir auch wieder hier unser Kipplicht. Stark und schwach. Ja. Kennt man halt.